Ja, hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum AD-Buffet live aus Baden-Baden. Mit ganz wenigen Zutaten etwas Schmackhaftes zaubern, das ist das, was Otto Koch so richtig gut kann. Habe ich doch nicht zu viel versprochen, ich hoffe oder? Doch, natürlich, doch. Wir machen was Vegetarisches heute. Warum? Kartoffel, Fleischpflanzen, Kartoffel, Fleischpflanzen, stimmt natürlich nicht. Kartoffel, Maispflanzen macht man nämlich heute. Weil so ein bisschen jetzt so die Luxuszeit, Weihnachten und Silvester vorbei ist, machen wir was Einfaches. Und das ist so ein bisschen auch so entsprungen der Fleischpflanzen-Idee natürlich, das Regionale. Und das mit Kartoffeln mal gemacht, mit mehligen Kartoffeln, mit ein bisschen Mais drin, Feldsalat. Ganz einfach, ganz wenig, schön zu machen. Und mit einem interessanten Teig. Erinnert an einen Gnocchi-Teig. Ob es so ist, werden wir klären gleich. Vorher nehme ich Sie mit, weil wir wollen, dass Sie gesund durch die Grippezeit kommen, dass Sie erst gar keine Grippe oder Erkältung bekommen. Wir werden im Service uns mal Hausmittelchen anschauen, die man bei einem Infekt gut anwenden kann, bei einer Erkältung gut anwenden kann. Wenn Sie Fragen zu Hausmittel haben und gar nicht erst zur Chemiekeule greifen wollen, unsere Heilpraktikerin Melanie Wenzel ist da. Wir blenden Ihnen unsere Telefonnummer ein und unsere E-Mail-Adresse. Und wir gucken dann auch auf die Fragen von Ihnen. So, und von dir bekommen wir Power pur, ohne dass wir zur Chemie greifen müssen, Melanie. Richtig. Lass uns ganz kurz mal drüber gucken, ohne dass wir erstmal zu viel verraten. Also wir haben was gegen Husten, wir haben was gegen Schnupfen und wir haben was gegen Kopf- und Gliederschmerzen. Okay. Der ganze Bereich ist abgedeckt. Was man damit macht, werden wir Ihnen gleich zeigen. Vorher gucken wir mal Ihre probaten Hausmittelchen an. Da hat ja jeder so seine Tricks. Heiße Zitrone, warmes Bier, Rettich macht der ein oder andere auch. Was wirkt, was nicht? Wir haben mal genau hingeschaut. Heiße Milch mit Honig. Einen heißen Whisky. Ein Zwiebelsäckchen. Bei Halsschmerzen Kartoffeln, warme Kartoffeln. Als Menü ist diese Zusammenstellung nicht wirklich prickelnd. Aber vielleicht als Hausapotheke? Was hilft gegen Schnupfen, Husten und die anderen Wehwehchen? Hoch im Kurs in unserer Umfrage ein Hausmittel zur inneren Anwendung aus dem Gemüsebeet. Eine Kombination aus scharf und süß. Ja, wir haben früher Rettich, hat meine Mutter ausgehöhlt und da Candice reingetan. Dann wurde er stehen gelassen und dann bildet sich da so ein Saft und den mussten wir dann trinken. Schmeckt auch Kindern. Geriebene Rettich mit Honig zusammen, können Sie es auf Brot schmieren. Es hilft, also mir hat es geholfen. Wir fragen uns, ist da auch wissenschaftlich was dran? Appetitlich klingt das nicht gerade. Die antibakterielle Wirkung bei Rettich ist lange belegt. Neue Studien haben gezeigt, dass es auch eine antivirale Wirkung wird, nachzuweisen gibt, die letztendlich bei Erkältungskrankheiten natürlich ganz entscheidend ist. Virenhemmer Rettich. Sein Geheimnis sind die ätherischen Senföle. Außerdem ist Rettich eine wahre Vitamin-C-Bombe. Medizinisch besonders wertvoll die dunklen Wintersorten. Und so lassen sich die Wirkstoffe gewinnen. Die Wurzel aushöhlen, mit Candice füllen und über Nacht stehen lassen. Der Saft wirkt prima bei Husten, sagt der Hausarzt. Ähnlich gesund auch dieser Tausendsasser der Volksmedizin, die Zwiebel. Ihr schwefelhaltiges Öl ist desinfizierend und keimhemmend. Da stimmt also der Tipp aus unserer Umfrage. Löst die Verschleimung in den Rachen und macht die Nasen frei. Und so gewinnt man den Saft. Zwiebel und Zucker abwechselnd schichten und einen Tag warten. Fertig ist der selbstgemachte Hustensaft. Hausmittel gibt es aber nicht nur zur inneren, sondern auch zur äußeren Anwendung. Das hier soll die Geheimwaffe bei Ohrenschmerzen sein, ein Zwiebelsäckchen. Das Zwiebelsäckchen wirkt über die ätherischen Öle, die lokal schmerzlindernd, vor allen Dingen schmerzlindernd wirken und entzündungshemmend. Am besten legt man das Säckchen auf eine warme Wärmflasche und legt sich mit dem schmerzenden Ohr darauf. Dauer etwa 30 Minuten. Gleich mehrfach empfohlen wurden uns feuchtfröhliche Hausmittel. Ein heißen Whisky, also mit Wasser aufgefüllt, kochend Wasser, nelkenreine Zitronenscheibe. Sie schwitzen, sind am anderen Tag wieder gesund. Ob als irischer Genesungstrunk, als schottische Variante oder sogar als heißes Bier, das Arsenal an alkoholischen Hausmitteltipps ist groß. Aber Alkohol gehört nicht in die Facette der Hausmittel, weil letztendlich der Alkohol die Immunabwehr reduziert und sie nicht fördert. Bringt also nichts. Wissenschaftlich bestätigt ist dagegen die Wirkung von Honig. Am besten pur. Er ist keimtötend und hat viel Vitamin C.
aber nicht erhitzen, also keine heiße Milch mit Honig. Das gilt auch für die berühmte heiße Zitrone, denn Hitze zerstört Vitamine. Säfte lieber kalt trinken. Fehlt noch das Lieblingsrezept unseres Experten. Die Hühnersuppe ist mein Top-Tipp. Sie schmeckt gut, sie enthält Cystein und Zink und ist damit antibakteriell, schmerzlindernd und schleimhautabschwellend. Es muss aber eine selbstgekochte sein. Das Huhn kalt aufsetzen und langsam erhitzen. Als i-Tüpfelchen noch etwas Ingwer dazugeben. Der wirkt entzündungshemmend. Nach 2 bis 3 Stunden ist die Gesundheitssuppe fertig. Na dann, gute Besserung. So, und jetzt füllen wir Ihre Hausapotheke noch mit wahren Wundermitteln, mit Hausmitteln auf. Wir haben ja vorhin schon im Film gesehen, dass der Rettich immer wieder mal vorgekommen ist. Rettich scheint wirklich ein Wundermittel zu sein, Melanie Wenzel. Ist es wirklich. Und das ist einfach so, es ist so einfach, dass man das gar nicht oft genug sagen kann. Dass man das wirklich am besten selber macht, den Hustensaft selber machen. Wir zeigen das jetzt Schritt für Schritt. Wir haben es im Film ja vorhin schon erwähnt gesehen. Und zwar gibt es ein Wundermittel aus entweder Kandis, Zucker, Honig und Rettich. Richtig. Dazu kauft man einfach auf dem Markt am besten diesen schwarzen Rettich. Man kappt einfach einmal wie einen Deckel oben die obere Spitze ab. Und dann fängt man an, die Mitte auszuhöhlen. Das macht man am besten mit einem scharfen, kurzen Messer und arbeitet sich da immer weiter vor, bis man eine Öffnung hat, die ungefähr, wo kann ich es hinhalten, dass man es sieht? So. Genau, dass man so eine große Öffnung hat. Und dann stellt man es auf ein Glas, damit es einfach einen festen Stand hat und nicht kippelt. Und befüllt es, ich mache es gerne mit Honig, weil wir da noch mal einfach die positiven Aspekte des Honigs mit einfließen lassen. Honig hat nämlich außer Vitaminen auch viele Enzyme. Und die sind auch schleimlösend. Und dadurch, dass der Rettich schon über viel Vitamin C verfügt, aber auch bakterientötend ist und schleimlösend. Das heißt, dadurch ergänzen sich die beiden einfach sehr gut. Also im Prinzip ist es so, dass die Wirkstoffe aus dem Rettich sich verbinden mit dem Honig, ja? Richtig. Rettich hat schwefelhaltige Senföle. Und diese Senföle sind so bakterientötend und schleimlösend. Und die vermischen sich quasi dadurch, dass der Honig da drin ist, miteinander. Und dann profitieren wir von beiden Aspekten und können dann, ich lasse es gerne 2 bis 3 Stunden stehen, weil meistens ist das Problem akut. Irgendwie über Nacht ist dann meistens ein bisschen schwierig. Wenn man Kinder hat, kommt es von jetzt auf gleich. Was, genau. Genau. Und dann lasse ich 2 bis 3 Stunden stehen und lasse es auch ruhig bis zum nächsten Tag stehen. Und dann nimmt man über den Tag verteilt immer mal wieder einen Teelöffel und lässt das im Mund zergehen. Und wie lange hält sich dann dieser Rettich mit dem Honig? Also am zweiten Tag sieht man ihm schon an, dass er so ein bisschen schrumpelig wird. Ja. Das geht aber auch noch. Danach würde ich auf jeden Fall wechseln. So nach 1,5 Tagen spätestens und am zweiten Tag. Bei Zimmertemperatur lagern oder ab in den Kühlschrank? Damit? Nein, ich habe es bei Zimmertemperatur stehen. Und wie gesagt, so bleibt es und immer wieder schöpft man daraus. Ja. Es ist toll bei Keuchhusten, Bronchitis, trockenem Husten. Es ist halt wirklich, es legt sich so schön um die Schleimhäute, bringt sie zum Abschwellen und man kann locker abhusten. Okay. Gut, ist es scharf eigentlich oder durch den Honig eher süß? Eher süß. Also auch für Kinder, die empfindlich sind. Meine sind da auch nicht so ganz einfach, aber den nehmen sie wirklich sehr, sehr gerne. Also das ist unser Hustensaft. Ja. Dann hast du uns noch mitgebracht Majoransalbe gegen Schnupfen. Ja? Genau, Majoransalbe ist auch was ich entdeckt habe, als meine Kinder ganz, ganz klein waren. Also gerade bei Babys ist man ja wirklich sehr zurückhaltend mit abschwellenden Nasentropfen. Ja. Es muss ganz sanft sein und da bin ich auf die Majoranbutter gestoßen. Und die ist so einfach zu machen, dass es wirklich... mittlerweile bieten es viele Apotheken auch an. Man kann sie auch kaufen, aber es ist so einfach selbst gemacht. Ein Teelöffel Majoran, gerne in der Apotheke gekauft. Was kann denn Majoran? Majoran ist eigentlich, kennt man es eher als Gewürz beim Kochen. Es ist was stark entkrampft. Das macht man sich normalerweise beim Essen oder nach dem Essen zunutze, dass man sagt, okay, man hat ein Völlegefühl, es entbläht, es entkrampft einfach. Wir machen uns dieses Entkrampfende allerdings in der Nase zunutze. Das heißt, es führt dazu, dass die Nasenschleimhäute abschwellen und es tötet Bakterien, sodass wir quasi genau das haben, was wir in der Nase brauchen. Die Bakterien,
die den Schleim verursachen, werden abgetötet und ganz sanft wird alles, schwillt die Nase wieder ab. Also du mörserst das alles? Genau, nur dass es halt so angequetscht ist. Mhm. Wie gesagt, gerne den Majoran in der Apotheke getrocknet kaufen. Man kann ihn auch im Gewürzregal kaufen, natürlich. Die Qualität ist aber erfahrungsgemäß ein bisschen besser, wenn man es in der Apotheke kauft. So, und dann wird einfach nur der gemörserte Majoran in die Butter gerührt. Das Ganze färbt sich grün, das ist ganz normal. Und dann wird man, weil man immer noch Partikel drin hat, die etwas gröber sind, und dann wird das Ganze einfach abgeschüttet in ein Salbendöschen. Ich habe jetzt von jedem einen Esslöffel Majoran, einen Esslöffel Butter. Man kann auch weniger machen, weil, wie gesagt, man benötigt überhaupt nicht viel. Und dann kommt das Ganze in ein kleines Salbendöschen. Da reicht auch ein kleineres, als wir das jetzt hier haben. Das Ganze härtet aus. Man kann es auch erstmal in den Kühlschrank stellen, dann wird es fest. Und dann nimmt man von der festen Salbe ungefähr ein erbsengroßes Stück und reibt sich das wirklich so in die Nase rein, an den Anfang. Okay. Und das ist, wie gesagt, ab quasi dem ersten Lebenstag, weil es so sanft ist, auch für Babys geeignet, aber auch natürlich für Erwachsene. Also wir nehmen es mittlerweile auch selber zu Hause, weil es einfach wirklich so einfach ist und sanft und schnell geht. Okay. Wie lange haltbar? Ungefähr 3 Monate. 3 Monate. Man kann auch sagen, wenn man jetzt ist die Erkältungszeit vorbei, wenn so der Frühling kommt, der Sommer. Es ist auch eine tolle Salbe. Durch den Majoran haben wir diese entkrampfende Wirkung, dass man einfach den Bauch damit vom Baby massiert. Einfach im Uhrzeigersinn ist auch sowas, was entbläht. Jetzt hast du uns einen Anti-Grippe-Tee mitgebracht noch, ja? Ja, das ist wirklich unser Haustee zu Hause. Den habe ich gestern Abend noch meinem Mann gemacht, weil der gesagt hat, ich glaube, da kommt was. Da kommt was, genau. Wir haben zu gleichen Teilen Mädesüß, Lindenblüten und Holunderkraut. Das jeweils 50 Gramm kann man sich mischen in einer Teedose. Dann kommt man auch wirklich über den Winter. Die Mischung hält sich auch über ein Jahr. Das Schöne ist, dieses Mädesüß hat Salicylsäure drin. Das heißt, wir haben einen klassischen schmerzstillenden Effekt, gerade bei Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Es ist fiebersenkend, also gegen genau das, wo man so das Gefühl hat, jetzt kommt's und jetzt sind diese typischen Grippesymptome da. Dafür ist es optimal. Super. Das brauchst du uns noch. Ich brühe uns auch mal kurz einen auf. Braun sage ich schon, ich denke schon wieder. Okay, also mehr Heilpflanzenschule, ja, bekommen Sie von Melanie Wenzel in unserem aktuellen ARD-Buffet-Magazin auf der Seite 80. Da hast du dich dem Thema Salbei gewidmet. Ja. So sieht unser aktuelles Heft aus. Genau, finden Sie jetzt im Kiosk. Und wie gesagt, viele Tipps drin von Melanie Wenzel, was man gegen Erkältung tun kann und wie man Salbei zu Hause schön einsetzen kann. Du bist ab 13 Uhr nach unserer Sendung im Chat, in unserem Live-Chat. Wenn Sie noch Fragen an Frau Wenzel haben, dann sehr gerne. Einfach auf unsere Seite gehen und dann schalten wir den Chat frei. Oh, er hat nicht lange gezogen, aber wie immerhin. Wie lange sollte er ziehen? Normalerweise ungefähr 7 Minuten. Zugedeckt ziehen lassen, 2 Esslöffel für 1 Liter, aber immerhin. Okay, es ist noch stärkt so heiß. Ein bisschen dein Immunsystem. Es ist noch zu heiß. Ich warte ein bisschen und derweil küssen wir uns alle, obwohl wir erkältet sind. Darf man das eigentlich? Bis zu 22.000 Bakterien und Keime wechseln hier leidenschaftlich die Seiten. Und wer erkältet ist, schiebt dem anderen zusätzlich noch Viren unter. Aber das muss ja wirklich nicht sein. Küssen mit Erkältung. Küssen Sie sich, wenn Sie krank sind? Ja, ich schon. Eher nicht. Ich denke, damit stecke ich mich nicht an. Wir leben zusammen und ganze Bakterien verteilen sich eh in der Wohnung. Doch, anstecken dich schon. Aber küssen kann man sich trotzdem ein bisschen. Na, weil über den Mundschau übertragen wird, denke ich mal. Schniefnase? Der Großteil unserer Befragten denkt sich da gar nichts, küsst munter weiter. Und solche Schlagzeilen bestätigen sie noch. Küssen verboten sei ein Erkältungsirrtum. Die Viren gelangen vom Mund direkt in den Magen-Darm-Trakt und wären dort sowieso unschädlich. Aber so einfach sei das jetzt nicht, warnen Virologen wie Dr. Dieter Hoffmann vom Institut für Virologie der TU München. Ich sehe das nicht ganz so eindeutig. Viren, die in den Magen verschluckt werden durch den Speichel, sind in der Tat nicht mehr infektiös, weil sie vom Magen aus keine Infektion auslösen können. Aber beim Küssen, zumindest wie es bei uns üblich ist, gibt es ja jede Menge auch Gesichtskontakt, Wangenkontakt, auch Händekontakt, Nasenkontakt. Und hierüber
ist schon eine Kontamination mit infektiösen Viren möglich. Bis zu 4 Meter weit fliegen die Viren beim Niesen, verteilen sich im gesamten Gesicht. Vor allem die Nasenschleimhaut bildet die Vireneintrittspforte schlechthin. Man müsste Nase und Lippen vor dem Küssen also desinfizieren, dass da nichts passiert. Aber woher kommt dann die Aussage, Küssen sei bei laufender Nase erlaubt? HNO-Ärztin Dr. Tanja Karst hat die Erklärung. Es gibt in England eine Studie von einer britischen Universität in Cardiff. Und die haben eben mit Studenten Experiment gemacht. Und dort haben sich die Studenten eben geküsst, Kranke und Gesunde. Und es kam eben raus, dass es darüber nicht wirklich eine Weitergabe der Infektion, des grippalen Infektes gegeben hat. Vielleicht hatten die knutschenden Studenten aus Cardiff ein wahnsinnig gutes Immunsystem. Unsere Experten nämlich bleiben hart. Küssen bei Erkältung lieber bleiben lassen. Ah, gut zu wissen. Wir Moderatoren, wir überlegen ja immer, wie wir Themen miteinander verbinden. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie ich vom Küssen zum Kochen komme. Hast du eine Idee, Otto? Küss mich. Ah, ich bin krank. Nee, du bist ja gar nicht krank. Nein, ich bin nicht krank. Du auch nicht. Super gesund machen wir weiter mit unserer vegetarischen Küche heute in der Heimatküche. Es gibt Kartoffel, Mais, Pflanzerl mit Feldsalat. Pflanzerl. Versteht das jeder in Deutschland? So, erzähl mal, komm, erzähl mal was zu Pflanzerl. Ja, bei uns ist das Fleischpflanzerl zu Hause einfach. Warum das Pflanzerl heißt? Pflanzerl ist das einfach so ein kleines handgedrehtes Boulette. Mhm. Und das machen wir heute mal anstelle vom Fleisch. Bei uns in Bayern. Ja. Mhm. Und wir machen eine vegetarische Boulette. Genau. Mhm. Kartoffel. Das ist ja auch die Ersatz. Ja, Kartoffel ist ja überall eigentlich bei uns zu Hause. So. Um das Ganze einen schönen Klebstoff da draus zu machen, und schön müssen wir jetzt einiges dazugeben. Und zwar kommt es drauf an. Was wenn das jetzt für ein wenn Teig? Wenn der Teig jetzt zu flüssig ist, beispielsweise, gibt es ja, dann muss man weniger Sahne oder Milch zugeben. Man gibt immer ein bisschen Bindemittel zusätzlich. Das wäre in dem Fall etwas Mehl und zusätzlich auch ein bisschen Grieß. Weil der Grieß auch nochmal, wie bei einer Nudel, bei der Pasta, Bindung macht. Und dann kann man sehen, dann gibt es Eigelb oder ganzes Ei reingeben, je nachdem wie flüssig das Ganze wird. Mhm. Wird das ein Gnocchi-Teig jetzt? Ja, im Grunde wäre natürlich auch so. Dann hätte man dann da noch ein bisschen Muskat. Ist das wahrscheinlich irgendwie auch noch gegen. Da gibt es bestimmt gegen was die Muskatnuss ist. Na, weiß ich jetzt nicht. Du meinst, haben wir vielleicht als einen guten Hausmittelchen? Könnte ich mir vorstellen. Ja. Werden wir gleich mal erfahren. Nachfragen. Ja. Mhm. So. Jetzt gehen wir in unsere. Ich mache jetzt aus Sicherheitsgründen nur mal das Eigelb rein. Weil wir könnten oder müssten dann vielleicht sonst eine Probe machen. Ob die Bindung reicht, ja. Ein bisschen Sahne würde ich auch noch dazugeben. Und dann schauen wir mal. Und dann sagt man dann bei uns, dann schauen wir und dann werden wir schon sehen. Das ist die bayerische Version. Ob es gelingt oder nicht. Genau, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und in dem Fall ist es natürlich gut, wenn man eine Probe macht. Aber sicherheitshalber, in dem Fall bin ich mir jetzt, wenn es so fest ist, kann nichts passieren. Okay. So, jetzt kommt dazu noch unser Mais. Mhm. Der macht das Ganze nämlich noch schön saftig. Und das machen wir dann eine schöne Rolle. Dann schneiden wir da so schöne Scheiben ab. Und die werden wir dann im nächsten Teil schön brutzeln, abbraten. Und dann schauen wir, ob euch das schmeckt. Aber einfach ist es, oder? Mal zugeben. Bislang alles sehr einfach, ja. Genau. Während du das noch verrührst, ja, möchte ich Ihnen ein wunderbares Projekt vorstellen aus dem Westerwald. Und zwar ist das die solidarische Landwirtschaft. Die Idee ist, dass sich mehrere Haushalte zusammengeschlossen haben und sich die Kosten teilen, die bei so einem Bauernhof anfällt. Und als Gegenleistung bekommt man einfach die ganzen Produkte, die an einem Bauernhof hergestellt werden. Wir haben einen getroffen und uns das Projekt mal erklären und zeigen lassen. Schnecken.
Dass er mal Feldsalat anbaut, hätte sich Jürgen Kröll nie träumen lassen. Weil ich bin Milchviehbauer und das bleibe ich bis an mein Lebensende. Und ich habe also nie eine Chance gesehen, jetzt Gemüse anzubauen für den Markt. Aber jetzt ist er dran, pflanzt seit einem Jahr Salat an, wo früher nur eine Weide war. Neu angelegt auch das Gemüsefeld. Auf 5000 Quadratmetern hat der Landwirt aus Stopperich im Westerwald 25 verschiedene Gemüsesorten angebaut. Etwas Rosenkohl und Schwarzrettich sind auch im Januar noch da. Verkaufen könnten er und seine Frau Jutta Kröll das Gemüse kaum. Ein Hofladen auf dem Land zieht nicht genug Kunden an und auf dem Markt wären sie im Vergleich zu Großproduzenten nicht konkurrenzfähig. Doch Krölls verkaufen ihr ökologisch erzeugtes Gemüse auch gar nicht. Sie verteilen es auf 40 Kisten jede Woche. Hier fehlt noch Salat. Die Kisten holen sich 40 Investoren am Hof ab. Hallo, wie geht's? Was gibt's denn heute? Oh, Rosenkohl, super. Sie sind Investoren, nicht Kunden. Denn alle haben zu Saisonbeginn einen Jahresbeitrag gezahlt. Jetzt holen sie nur noch ihre Ernteanteile ab in Form von frischem Gemüse. Ich finde es toll, dass ich weiß, wo das Gemüse, was ich esse, herkommt. Dass es aus der Nähe ist und dass ich das esse, was gerade wächst. Also wenn ich jetzt immer so Kisten bekomme, komme ich auf ganz neue Ideen beim Kochen. Schwarzen Rettich habe ich ganz neu entdeckt, ist sehr lecker. Ich glaube wirklich, dass wir uns besser, gesünder, frischer ernähren. Und der ganze Verpackungsmüll ist auch null. Ich habe mal hier einen Bioladen gemacht, das hat sich mit Plus und Minus null gerechnet. Da waren einfach zu wenig Kunden, wir sind zu weit ab. Aber jetzt ist was anderes. Jetzt sind die Leute mehr mit dran beteiligt und gehen auch mit auf den Acker und haben einfach große Freude, das zu sehen, wo es angebaut wird und wo es geerntet wird. Wer will, hilft auch schon mal mit, Gemüse zu ernten. Alle Solawis teilen sich Kosten und Risiken des Anbaus und die Ernte. Jetzt ist das Wetter für sie spannend wie nie zuvor. Der Landwirt arbeitet so, wie die Gemeinschaft es will, ökologisch und mit festem Budget. Das ist ein ganz neues Lebensgefühl. Diese Gewissheit, die einem die Leute, was einem die Mitglieder da geben, das auch zu bezahlen, was man da gemacht hat, was man anbaut, das ist was ganz Neues. Eine Sicherheit, die der Landwirt in der Biomilchwirtschaft nicht mehr hat. 50 Kühe ist mittlerweile ein kleiner Betrieb. Man rechnet mittlerweile in den Schulen, was ich da so mitbekommen habe, rechnet man nur noch mit 500 Kuhbetrieben. Da möchte ich auf keinen Fall hin. Und ich kann hier mit Hilfe der Solawi kann ich auch einen kleinen Betrieb wieder wirtschaftlich gestalten. Für 4 Kisten im Monat zahlen Solawis je nach Mithilfe auf dem Hof zwischen 50 und 70 Euro. Damit sichern sie die Produktion von regionalen Lebensmitteln. Super sinnvolle Angelegenheit, finde ich sehr gut. Bin großer Fan von diesem Projekt. Und ich hoffe auch von deinen vegetarischen Pflanzerln, Maiskartoffelpflanzerl von Otto Koch. Das Ganze schneidest du jetzt, die Masse, die Kartoffelmasse schneidest du in Scheiben? In Scheiben. Und dann? Tauchen wir so mit kurz in Mehl ein und dann kommt es auch sofort in die Pfanne. Okay, also gut. Du machst weiter in der Küche und ich nehme sie mit auf die Couch. Wir haben heute Prominenz im Studio. Bei uns ist die Schauspielerin Katja Weizenböck. Morgen beginnt eine neue Reihe im Ersten, Vancouver Bay. Da freuen wir uns schon mal drauf. Das ist vielversprechend. Sie spielen eine Köchin, die es wissen will in Kanada. Erfolgreich oder nicht erfolgreich? Naja, wie meistens in den Filmen geht es erstmal unerfolgreich los, ne? Sonst würde keine Geschichte beginnen. Dramatisch also. Ja. Wollen wir direkt mal reingucken? Gerne. Und dann gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Ich will ehrlich sein. Sie sind pleite. Und ich weiß auch keinen Ausweg, jedenfalls keinen, bei dem ich Sie begleiten kann. Aber es kann doch nicht wahr sein. Gut, wir haben eine Menge investiert, aber das Restaurant läuft doch. Wir sind komplett ausgebucht. Ich glaube Ihnen. Aber Ihre Ausgaben übersteigen Ihre Einnahmen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss meine Leute zahlen. Meine Lieferanten, die verlassen sich alle auf mich. Schließen Sie den Laden so schnell es geht. Suchen Sie sich irgendwo eine Anstellung. Jemand wie Sie findet überall was.
Stimmt's? Wenn ich aber gar nicht suchen will. Das Interessante ist, Sie spielen ja Iris, Katja Weizenbrück. Iris scheint ja so eine Frau zu sein, die charismatisch ist, die eine Wirkung hat. Weil der Banker sagt, er ist so eine Frau wie Sie. Sie schaffen alles. Ist das so eine Frau, ja? Eine Frau, die dem Erfolg nachstrebt, also sehr ehrgeizig ist und sich da in den Kopf gesetzt hat, einen zweiten Stern zu bekommen für ihr Restaurant. Und naja, das, so eine Zielstrebigkeit, die hat natürlich dann auch so Konsequenzen, irgendwie so ein forsches Auftreten bestimmte Werte stehen dann im Vordergrund, also mehr als andere. Ein Thema des Films ist ja auch der Neustart, der Neubeginn. Das ist auch Thema für viele, die in das neue Jahr gestartet sind. Gibt es da etwas, was wir uns abgucken können von Iris? Hat die irgendwelche probaten Mittel für ihren Neustart? Sie ist ja zu dem Neustart gezwungen und also ist mit diesem Konzept, mit diesen Werten, also ich will das unbedingt erreichen und da alles dem zu unterwerfen, diesem Ziel, knallt sie ja voll gegen die Wand und das ganze Leben liegt in Scherben vor ihr. Und die anderen Werte sind eben mal Ruhe und Stille oder Zeit oder das Leben mal fließen lassen und nicht ein neues Ziel gleich zu haben oder mal zu gucken, was so kommt. Also, und das auch noch in der Fremde, weil sie ist ja ausgewandert. Die Serie läuft in Kanada, Vancouver Bay. Und ich habe das Gefühl, da gucken wir auch gleich rein, diese Ruhe, die Sie gerade erwähnt haben, Katja, die hat Iris irgendwann mal. Vielleicht ist sie ein bisschen stoisch, ich weiß es nicht, aber diese eine Szene finde ich sehr interessant. Die zeigen wir Ihnen. Oh, hier. Danke. Bitte schön. Du hast ein Restaurant in Yale Town. Unicorn, ja. Schick. Leider nicht meine Preisklasse, aber... Meine auch nicht. Sehr witzig. Es wurde geschlossen. Warum? Ganz schön neugierig. Sorry. Kein Problem. Und warum bist du hier? Ganz schön neugierig. Oh, sorry. Kein Problem. Loslassen! Kann ich mal kurz mit dir sprechen? Ja. Gut. Also verbissen und verbittert wirkt sie da nicht mehr, ne? Irgendwie hat sie losgelassen. Und dieser gut aussehende Mann spielt da eine große Rolle, ja. Das ist auch einer von den ständigen Figuren in dieser Geschichte, ja. Wir haben jetzt zwei Filme gedreht und wir werden mal sehen, ob es weitergeht. Und die nächsten Teile sind in Vorbereitung. Und ich weiß noch gar nicht so genau, wie Sie das alle so vorgestellt haben. Aber ja, man darf da mit Spannung, glaube ich, dem entgegensehen. Das Besondere ist ja, dass diese Reihe in Kanada stattfindet. Wie viel Kanada kommt denn vor in der Reihe? Sehr viel. Wir haben... Also im Hintergrund hinter der Kamera wurde viel mit Kanadiern gearbeitet. Die Hälfte fast das ganze Team war kanadisch und auch die Nebendarsteller waren alle aus Kanada. Und natürlich sieht man ganz viel von der kanadischen Landschaft. Diesen Sehnsuchtsort der Deutschen, da kommen die Zuschauer schon auf ihre Kosten. Ich möchte aber eine Sache nicht vergessen. Ja, ja. Es heißt nicht Vancouver Bay, der Titel. Inzwischen haben die das gewechselt. Ach so? Ja, in unser Traum von Kanada. Das habe ich schon vergaß ich zu erwähnen. Ja. Das sollten wir ja doch zum benennen, weil der läuft morgen unter unser Traum von Kanada. Ah, ja, bei mir lief er überall unter Vancouver Bay. Ja. Das ist ja, die haben das kurzfristig diesen Titel verändert, weil keine englischen Titel. Okay, so. Aber dann wollen wir das auf jeden Fall noch mal festgestellt wissen, ne? Unser Traum von Kanada, damit wir morgen auch richtig sind um 20:15 Uhr im Ersten. Hat sich da kulinarisch auch bei Ihnen was getan? Sie haben 2 Monate dort gedreht. Unter anderem kam auch Ihre Familie, Ihre 2 kleinen Kinder zu Ihnen. Kleine, 7 und 11 Jahre alt. Haben Sie sich kulinarisch auch verändert in der Zeit? Die Kanadier sind sehr naturbewusst und es gibt viel Fisch, also Lachsfarmen haben wir besucht und auch im Film sieht man da ein riesiges Teil. Das haben wir dann auch wirklich verspiesen. Aber ansonsten habe ich da zum Beispiel Quinoa kennengelernt. Die lieben da Quinoa und dann machen die alle
einen Salat mit Grünkohl, aber rohem Grünkohl. Das ist so die Spezialität von Kanada, die ich da mitgebracht habe. Und mögen Sie auch? Ja, ja, ne, es soll vor allem sehr, sehr gesund sein und hat wie hier die Heilpraktikerin sicher bestätigen kann, sehr viel Vitamin C kann es sein. Wir rufen mal hin, sehr viel Vitamin C. Daumen hoch und es stimmt, sagt sie. Also gut. Nationalnahrung der Kanadier kam hier vor. Quinoa und dieses Kale, wie sie es nennen. Ja. Also, Sie stehen, wenn Sie nicht gerade vor der Kamera stehen, auf der Bühne. Mhm. Wo kann man Sie aktuell sehen? In Berlin sind Sie, ne? Richtig, ich lebe in Berlin und spiele dort auch Theater, im Schlossparktheater zurzeit, mit einem Stück mit dem Titel Auf Messers Schneide. Und wir spielen bis April immer wieder jeden Monat 6 Vorstellungen. Wunderbar. Ja. Morgen sehen wir Sie im Ersten, Unser Traum von Kanada, 20.15 Uhr. Freue mich sehr, ich werde reingucken. Ich bin so ein bisschen interessiert, auch wie sich die Geschichte mit diesem gut aussehenden Mann ergeben wird. Seien Sie das mal. So ein bisschen schwingt da was, so eine erotische Anspannung. Also ich weiß, dass Sie sehr gut kochen können, aber Sie hatten auch Handdouble im Film, wenn man so schnell schneiden musste. Ja, der Regisseur hat gesagt, nein, darfst bloß du nicht, Katja. Verletzen. Ja, genau. Aber ich gucke mal, ob er es kann. Okay. Kann das? Wir gehen mal in die Küche. Kannst du? Oh, komm, schneid uns mal eine Zwiebel, ohne hinzugucken. Ohne hinzugucken? Ja, ohne hinzugucken. Handdubel, da könntest du ja auch mal in so einem Film mitwirken. Ja, das ginge schon. Das ist natürlich jetzt erst ein bisschen. Ist aber logisch, ne, dass Schauspieler da sich nicht in Gefahr bringen. Guck mal, wie du mich anguckst. Wie er mir in die Augen schaut. Sehen Sie das, Katja? Ja, aber das ist dann so schlecht mit den Fingern. Katja, kommen Sie doch zu uns in die Küche. Ich denke, Sie sind ja mittlerweile nicht nur Köchin im Fernsehen, wenn Sie Filme drehen, sondern diese Leidenschaft, die haben Sie doch jetzt bestimmt. Naja, nicht erst seit der Rolle, sondern ich finde Kochen ganz toll. Aber ich bin ein großer Fan von gut ausgeführten Bewegungen. Also so ein Musiker, der sein Instrument beherrscht. Ja. Und das ist dann das Instrument der Köche. Ja, genau. Also, und jetzt soll ich, und schon alleine das hier, diese Sache, das kriege ich nicht hin. Das schaut bei mir voll krampfig aus. Ja, das ist die wichtigste Voraussetzung, dass man sich nicht in die Finger schneidet. So ist es. So. Wenn es dort hin, da kannst du einfach alles machen, ohne dass da was passiert. Ne? Weil da immer an diesem Knöchel. Wie der uns anschaut. Ne? Hier. Ja, Otto. Blut! Aber es ist so, es wirkt wirklich so anstrengend. Ne? Also das ist so eine widernatürliche Haltung. Ich finde die krampfig. Also die strengt mich an, bislang noch jedenfalls. Ich versuche es immer. Macht Jahre. Was möchtest du uns denn außer Zwiebeln hacken und schneiden noch zeigen? Was gibt es noch zu deinen Kartoffelpflanzen? Eine Vinaigrette, die sind jetzt schon umgedreht und gebraten. Wir machen jetzt einfach hier ein bisschen die Vinaigrette mit ein bisschen Senf. Also Vinaigrette, die Soße, die Salatsoße. Die du gesagt hast, muss man nicht unbedingt kaufen, gebe ich dir recht, kann man auch sehr schön selber machen, ganz einfach. Schauen. Also wenn Zwiebeln mit drin sind, dann ist es natürlich etwas, was man immer frisch verwenden soll, weil die am nächsten Tag eben schon nicht mehr so gut sind, aber schön knackig, wenn sie solange sie so frisch sind. Und damit das Ganze auch noch ausschaut wie eine fertig gekaufte, was wir natürlich nicht wollen, brauchen wir ein bisschen Sahne dazu. Und dann schaut sie wirklich so aus, wie wenn sie schön gekauft ist. Salz und Pfeffer dazu. Easy, fertig, Petersilie, zack. Und frisch schaut's aus. Dressing ist bei mir immer eine Glückssache, ne? Mal schmeckt's gar nicht. Wir machen immer die französische Methode, dass man das dann immer den Senf direkt mit dem Öl vermischt. Und dann hat man so eine schöne mayonnaiseartige Angelegenheit. Ah, ich merke schon. Da ist viel Köchin in Ihnen. Schon länger dabei. Also das Dressing steht, die Pflanzen sind in der Pfanne. Ihr zwei versteht euch sehr gut. Ich gehe dann mal rüber zu Martina Lammel. Sie hat nämlich eine super schöne Idee für ihre Vorsätze im neuen Jahr. Und zwar bekommen wir ein Memo-Board von dir. Ja, viele Menschen haben gute Vorsätze fürs neue Jahr. Und ich habe mir gedacht, wir machen das in einer dekorativen Art. Und zwar nicht als, ich muss noch erledigen, sondern als Motivation, dies gelingt mir. Und hier kann man für heute die kurzfristigen Planungen machen, vielleicht noch vor dem Urlaub was planen und das langfristige fürs ganze Jahr. Und so kann man sich hier die Memo-Tafeln schreiben und die erledigten Sachen kommen dann hier rein. Oh, und direkt dann auch sehen, was ich geschafft habe. Das ist die Dokumentation. Das ist nämlich auch die Motivation. Was habe ich denn schon alles geschafft? Also nicht wegschmeißen, sondern immer wieder mal dran freuen. Okay. Wichtig ist diese Optik. Also das würde ich gerne mal verraten. Wie kriegt man das dann hin, dass das so diesen Shabby-Look bekommt? Und ich habe hier einfach gearbeitet mit reduzierten Farben. Das heißt, mit einer knalligen zwar Hauptfarbe, aber auch mit Weiß dazu und in einer gemischten Version dann. So hat man eine harmonische Farbstimmung und trotzdem ist es nicht so bunt.
Welche Farben man da nimmt, ist ganz egal. Vom Holz her habe ich ganz einfaches Fichtenholz genommen, sehr grau. Das bezeichnet man auch als Bau- oder Schalholz. Also was sehr preisgünstig ist, aber es ist wirklich für diesen Zweck auch super geeignet. So, dann habe ich diese Latten hier einfach angeordnet auf zwei Querstreben. Hier würden jetzt diese beiden noch so paarweise kommen. Auch die Abstände, mit denen kann man ein bisschen spielen, um das so in die Palettenoptik zu bekommen. Also die Abstände mal so vielleicht paarweise anordnen. Und dadurch, dass wir das jetzt hier so mit Abständen angeordnet haben, kann man natürlich auch die Seiten der Hölzer sehen. Und da verrate ich jetzt meinen geheimsten Trick, wie man diesen Chevy-Look hinbekommt, dass es aussieht, als hätte dieses Holz im Stapel schon wirklich einige Jahre gealtert. So, und das hier, diese Farbe, das ist eigentlich nicht aus der Holzbearbeitung, sondern das kommt so aus dem Künstlerbereich. Das sind wasserlösliche Wachsfarben. Die nimmt man zum Aquarellieren. Und du siehst, ich streiche sie einfach auf meinen Haushaltsschwamm auf. Hier in diesem Fall schwarz. Und auch die Seitenkanten eben mitbehandeln. Und dadurch kommt die Holzmaserung auch richtig schön raus. Braun geht auch sehr gut. Also mit Braun ist der Effekt nicht ganz so düster. Und kommt mehr so in die Richtung, ja, so als hätte man das so ein bisschen angeraucht oder angeflammt. Also dieser Chevy-Effekt, der ist einfach sehr, sehr in. Und eignet sich super, um jetzt mit dem zweiten Chevy-Effekt weiterzumachen. Nämlich mit der Farbe. Und da werde ich ganz oft gefragt, wie kann man denn dieses Shabby übersetzen? Ne? Ja, so ein bisschen abgenutzt. So Shabby-schick, ja, schäbisch, aber doch schick. Okay. So könnte man es vielleicht bezeichnen. So, und wenn die Latten dann so behandelt sind, also erst macht man die farbliche Gestaltung und dann schraubt man sie auf. Also zumindest mal, was diese braune Kante angeht. Mhm. So, im nächsten Schritt suche ich mir jetzt eine Farbe aus. Ich nehme jetzt noch mal hier das knallige. Das ist so, ja, so Minzgrün, Peppermint. Und das wird jetzt hier einfach aufgespachtelt. Und das ist eben der Trick. Würdest du einen Pinsel nehmen, hättest du hier mehrere Arbeitsgänge. Du würdest pinseln, du würdest hinterher trocknen lassen, du würdest dann nochmal abschleifen und würdest dann wieder pinseln und schleifen und vielleicht noch mit groben Werkzeugen das Holz behandeln. Mit dem Spachtel, mit der Spachtel habe ich den Vorteil, dass ich wirklich in die Vertiefungen reinarbeite des Holzes und durch das Wegkratzen auch immer wieder den Untergrund zum Vorschein kommen lassen kann. Und du siehst auch hier, wo ich jetzt diesen dunklen Effekt habe, wenn ich drüber streiche, dann kommt der dunkle Effekt wieder zum Vorschein. Das ist ja genau das, was man möchte. Es soll aussehen wie schon mal abgeschliffen und noch mal nachgestrichen und dann eben im Stapel gealtert. Das Holz altert ja und wird dadurch dunkler. Mhm. Und diesen Effekt kann man sehr gut nachahmen mit dieser Technik. So, und wenn ich dann alle Latten so gestaltet habe, werden die, wie gesagt, hier aufgeschraubt. So, und dann habe ich noch den Trick, dass man unten, damit es so ein bisschen den Upcycling-Effekt bekommt, von einem Obstkistchen einfach ein Stück abgeschnitten. Das ist jetzt ein halbiertes Obstkistchen. Das kann man im Normalfall bei so einem Spankörbchen mit der Schere erledigen, dass man das einfach abschneidet. Und dass man das jetzt hier drauf bekommt, weil das ja schon ein bisschen labil ist, dann brauche ich eine kleine Brücke. Und dann würde ich mir einfach hier mit zwei Holzklötzchen praktisch das hier so reinleimen. Also erstmal aufs Holz aufleimen. Mhm. Und wenn das getrocknet ist, dann kommt hier nochmal Leim ran und hier. Und dann wird das Ganze hier befestigt und so habe ich hier mein Körbchen, was wirklich sehr schön passt, gerne auch nochmal beschriften. Und genauso wie ich dieses Holz habe altern lassen, lässt man auch die Täfelchen altern. Dann passt das alles schön zusammen. Sperrholztäfelchen, einfach auch wieder mit der Kreide abtreiben. Fertig. Wunderbar. Die Idee finden Sie auch auf unserer Homepage ardbuffet.de. Da können Sie sich die Schritte auch noch mal anschauen. Und was ich gut finde, ist, man kann da auch so Fotos reinklemmen. Kann man auch. So, also es ist nicht nur so ein Memo-Board für mich, sondern das ist auch so ein Foto. Wenn die guten Vorwürfe über Bord geworfen sind, dann kann man schöne Fotos vorsetzen. Meine Wunderbar. Vorwürfe. Vielen herzlichen Dank. Eine sehr, sehr schöne, gute Idee. In der Küche. Ja. Gebrutzelt. Ja. Bei uns ist die Schauspielerin Katja Weizenbrock. Genau, morgen im Ersten beginnt ihre neue Reihe, Unser Traum von Kanada. Da spielt sie eine Köchin und also, sie brauchen die gar nicht spielen. Ne? Klasse. Ich habe ja auch Kinder. Ja, da muss man ja eh kochen. Essen die alles? 7 und 11 sind die? Essen die alles? Nein, leider nicht. Ich liebe gerne so asiatische Einflüsse und da sind die. Was das denn? Die mögen gerne so Königsberger Klopse oder Lasagne oder Schnitzel, panierte Schnitzel, solche Sachen. Das hört nie auf mit Schnitzel, glaube ich. Ne? Ja. Und dann, dann habe ich mich jetzt eher diesen Sachen zugewandt. Risotto finden die schon zu exotisch. Aha. Ja. Das kommt ja später irgendwann. Ne? Mm. So der richtig gute Geschmack. Also das sieht sehr gut aus. Und wir werden auch gleich davon kosten. Vorher haben Sie die Möglichkeit, bei unserem Alltagsquiz, ach was, 250 Euro zu gewinnen.
Hallo zusammen. Ich möchte gerne eine Satellitenschüssel an meinem Haus installieren. Kabel ist hier leider nicht verfügbar und ich hätte gerne eine größere Programmauswahl. Meinen Vermieter habe ich jetzt nicht gefragt, ob ich das darf. Aber letzten Endes gibt es ja das Recht auf Informationsfreiheit. Und wenn die hier am Balkon steht, stört die doch keinen. Das ist keine gute Idee, Olaf. Du solltest auf jeden Fall den Vermieter fragen, bevor du eigenmächtig eine Satellitenschüssel installierst. Der Vermieter ist nämlich nicht verpflichtet, Mietern den Empfang über Satellitenschüssel oder Kabel zu ermöglichen. So, dann wollen wir doch mal gucken, wer recht hat. Und da schauen wir uns noch mal die Frage an. Darf man als Mieter eigenmächtig eine Schüssel installieren? Und wir fragen den Herrn Schulte aus Twist. Hallo, Herr Schulte. Hallo. Grüß Sie. Die Antwortmöglichkeiten kommen hier noch mal. Der Olaf sagt, ja, es gilt das Recht auf Informationsfreiheit. Und Alex sagt, nein, ich muss vorher den Vermieter um Erlaubnis fragen. Herr Schulte, wer hat recht? Ich würde sagen, den Mieter um Erlaubnis fragen, also der Alex. Der Alex. Ja. Wir loggen ein und wir lösen auf, Herr Schulte. Ja. Mein Ratschlag war richtig. Es gilt zwar das Grundrecht auf Informationsfreiheit. Wer aber mehr möchte als die DVB-T-Programme, der muss trotzdem seinen Vermieter fragen, bevor er eine Satzschüssel installiert. Außerdem muss die Schüssel unauffällig und fachmännisch angebracht sein. Hier hat der Vermieter auch ein Wort mitzusprechen. Und die Kosten für die Installation, die trägt der Mieter selbst. Ja, Herr Schulte, wunderbar. 250 Euro für Sie. Schönen Dank. Richtige Antwort. Alles Gute und Grüße nach Twist. Tschüss. Danke. Das war doch eine schnelle Geschichte hier. Lecker. Schau mal, riecht ob das gut. Auch lecker wird. Du traust dir nicht. Ja. Du traust dir ja so nicht. Genau. So. Du machst die Seite. Oh, wir haben eine Frage noch an dich, liebe Melanie Wenzel. Ja. Wir haben ja heute über Heilmittel gesprochen, die man gegen Erkältungen einsetzen kann. Hausmittelchen. Und die Roswitha Krämer sagt, ein Teeverkäufer hat ihr geraten, Zistrosentee zu trinken, um das Immunsystem zu stärken. Was halten Sie davon? Deine Meinung ist gefragt. Ja, Zistrosentee ist im Moment sehr im Kommen, weil man mehr geforscht hat und festgestellt hat, dass Zistrosen tatsächlich das Immunsystem stimulieren. Guten Appetit. Erzähl dann weiter. Bei Zistrosen hat man festgestellt, dass die sich gerade zur Vorbeugung besonders gut eignen. Weil sie eigentlich schon verhindern, dass Viren oder Bakterien sich die Zellen greifen und attackieren. Das heißt, man hat auch einen Effekt, wenn man schon erkältet ist. Aber gerade vorbeugend ist das eine tolle Sache. Ab 13 Uhr ist unsere Heilpraktikerin im Live-Chat. Sobald sie aufgegessen hat, können Sie dann über adbuffet.de, über unsere Homepage mit ihr chatten. Wenn Sie Fragen haben zu Hausmittelchen gegen Erkältung, dann sehr gerne. Am Montag, da melden wir uns wieder mit dem ARD-Buffet. Morgen fallen wir aus, morgen gibt es Wintersport im Ersten. Und am Montag heißt es im Service, was ist eigentlich erlaubt im Supermarkt? Neulich habe ich eine Mutter gesehen, Otto, die hat eine Banane geschält, ne, und ihrem Kind gegeben zu essen. Okay. So, da war die Banane ja weg, da konnte man sie nicht mehr wiegen hier. Das war schon auch interessant. Das Essen schmeckt? Köstlich, sehr. Katja Weizenböck, nicht vergessen, morgen zu sehen im Ersten, 20.15 Uhr, unser Traum von Kanada. Eine neue Reihe im Ersten. Wir sind gespannt. Viel Glück, alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss, bis bald.